Beim letzten Mal habe ich jemanden gekillt mit seinem eigenen Porträt. Er ist tot! Ja! Jawollo! Das wollten wir doch alle. Und eine schicke Dame. Bisschen hässlicher gemacht, glaube ich. Ich mach das Timer an. Oh, die startet direkt vor der Nase von dem Teil. Wie geil war das denn? Das war aber perfektes Timing. Ja, geil. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Und wir sind heute mal in Mumbai, Indien, ja. Sieht nach einer großen Stadt aus, wo wir reingeraten sind. Also, Film ab. Good evening, 47. The militia has released a hostage tape, outing the existence of Providence to the world. This was a fatal mistake, and our analysts are tracing its origin as we speak. In the meantime, we have a lead on Lucas Gray's top lieutenant. Turns out the Delgado cartel's counterfeiting unit was creating fake IDs for the militia. And one operative in particular stands out, Wazir Kale, an infamous South China Sea pirate, better known by his nom de guerre, the Maelstrom. The Maelstrom and his cutthroat band of outlaws were the scourge of the shipping industry in the post-recession years. But his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the supertanker, Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors and most of the Maelstrom's crew. But Kale slipped away unseen. The Maelstrom's connection to Gray is unknown, but we believe it was he who carried out the audacious killing of a Providence CEO in Shanghai, along with two reactivated members of his old pirate gang, Vanya Shah, a shady figure in Mumbai's criminal underworld, and Darwood Rangan, the gang's old cashier turned dodgy movie producer. Shaw, Rangan, and the Maelstrom form Lucas Gray's Eastern Cell. They are a crack strike team, and stopping them is our client's most pressing concern. Unfortunately, the elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy underbelly of Mumbai, the cradle of his criminal legend, and no one knows his whereabouts or what he currently looks like. So, a bandit queen, a showbiz charlatan, and one certifiable ghost. I shall leave you to prepare. Also wir haben nochmal diesen komischen Maelstrom, der anscheinend so eine Piratenbande in Mumbai erschaffen hat und da halt sehr viele Verbrechen macht. Und mit dabei ist ja die Vanya Shah und die Davut Rangan, beides Indianer. Und die müssen wir natürlich ausschalten. Und der gute Maelstrom ist leider verschwunden und müssen wir jetzt herausfinden, wer derjenige ist. Doch... Ich bin Hitman, ich weiß ja alles. Gut, erstmal eine kleine Piste uns aussuchen. Ich weiß immer nie. Ja, nehmen wir mal so eine Standard, nenne ich mal die. Ja, und ansonsten bin ich zufrieden. Rein da. Welcome to Mumbai, 47. One of the most densely populated cities in the world, home to more than 12 million people. If you wanted to disappear and hide from the world, this vast city is perfect. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. The elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. A place to start could be the slums where his former gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Darwood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero. While Vanya Shah has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. Your three targets call this labyrinthine part of the city home, so choose your approach carefully. Werde ich machen, Diana. Gut, ja, Mumbai, erstmal auf die Map gucken. Alles klar, ich bin wieder weg, ich will wieder nach Deutschland. Was sehe ich hier? Also erstmal 300.000 Ebenen und dann ist die Stadt größer als Berlin. Ist sie wahrscheinlich wirklich. Und what the fuck sind hier viele NPCs? Guck dir das mal an, diese Menge an NPCs.
Und der Typ kann mich sehen, ist ja irgendwie intelligent. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir erstmal den Maelstrom. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich habe auf der Map, habe ich schon gesehen, 3 von diesen Hinweisen. Die können wir mal machen. Finden Sie den Maelstrom. Ich finde das eigentlich ein guter Anfang für die Mission. Weil dann haben wir schon mal dieses Ziel gefunden. 47. Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. Was? Infiltrieren Sie das Versteck der Crowds. Und wo ist das bitte? Das Versteck der Crowds. Ist es hier? Oder wo ist es? Naja, ich gucke erstmal hier hinten. 47. The street gang known as the Crows are on high alert. They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. I suggest you are mindful around them in the slums. Mich werden sie dabei nicht kriegen. Oh, it's such a big problem. Oh, you're a psychopath and blah. That's your opinion. Warte, hier einmal hinlocken. Holen wir mal den Fisch. Wir gehen jetzt hier von außen lang. So. Zack, zack, zack. So fängt man doch gut an. Okay. Glaub mal, hier kommt keiner rein. Ich hoffe es mal. Deswegen gehen wir mal direkt nach oben. Und hier gibt's nichts. Obwohl doch, ein Bügeleisen. Aber hier unten gibt's anscheinend was. Ah ne, wir müssen nach unten. Ah ja, hier ist ein Keller. Okay. Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Keine Sorge, ich werde schon den Weg finden. Zum Glück ist mein Dietrich magisch und kommt in jede Tür rein. Was? Eine Notiz? Sergar den Barbier. A photograph and a note addressed to Sergar the Barber. This looks like a very recent picture of the Maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. Okay. Okay, sind wir schon mal viel geiler verkleidet. Oh, das sieht schon cool aus. Schauen Sie sich Leute um die Slums an. Okay. Soll ich mir jetzt die Gesichter angucken? Ja, der Hitman ist anscheinend auch sehr erkennungswürdig. 47, that man there. He resembles the Maelstrom. Try to get close to him for a visual ID. Well, it's been quiet today. Most of the big machines. 47, that nose. Das ist er. That can only be Wazir Kale, the Maelstrom. Identification confirmed. Das war ja recht einfach zu finden. Okay, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ihn? Ich such mal eine Mission aus. You need to open the shop. There are people waiting outside already. I can't remember what he looks like. The guy the Crows wanted me to provide information to, you know, their boss. They showed me his picture in their hideout 2 days ago. But I was so stressed out. I thought they were going to kill me or something. I can't remember his face. What if he shows up and I miss him? You should go and explain it to them. They probably still have the picture there. But what if they hurt me? What? This barber is tangled up in some shady business, 47. But even more interesting, he may have seen a picture of the Maelstrom in the hideout of the street gang known as the Crows. That picture would be very helpful to our cause. Das klingt doch richtig geil. Jetzt können wir den guten Maelstrom ein bisschen die Haare schneiden, aber dann gegen den Strich. Versteht ihr? Or if they decide to burn down the shop like they did with that other guy with the metal recycling. Ja, ja, papa. Dieser indische Akzent, ich mag ihn. Kann die Alte jetzt mal abhauen?
So, jetzt. Geh in die Küche. Spaß. Warte. Die machen es einfach so. So, Fresse. Hä? Wird es gesehen? Naja. Laut Lüster Killer wollte ich eh nicht machen. Schaffe ja eh nie. Obwohl, man muss ja eigentlich auch sagen, ich spiele ja die Levels davor und da habe ich schon lautloser Killer. Ich kann es euch beweisen. Guck mal, Herausforderung, Klassiker, lautloser Killer. Habe ich euch alle genutzt. Gott, Papier öffnen. Zack. Baba! Yes, right, 47. You hope him for business. We know what the maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and Jo, was ist mit ihm passiert? Warte auf den guten. Ja, der maelstrom. Ey! Nicht vorbeilaufen. Na gut, dann nehmen wir erstmal den hier. Vielleicht denkt er sich so, okay, weil du den guten Kerl rasiert hast, kannst du mich mal rasieren. Came here because I had heard that Bhavin Sagar was a source of information, that he knew all the rumors and all the hidden news. We're done. As always, beautiful work. Als ob er danach so aussieht. Klar. Okay, oh, er ist da. Namaste. Der kann ja mal schneller rausgehen. Hallo, ich habe noch mehrere Kunden. Beeil dich mal. So. Kommen Sie mal schön rein hier. Ja, nicht so schüchtern. Setzen Sie sich hin. Machen Sie sich bequem. Denn das wird Ihr letzter Atemzug sein. Ja, gerne. So. Oh, hier die kleinen Härchen. Can you feel it in the air? My bones are creaking with joy at the prospect of what is about to happen. Deine Knochen knacken. Warte. Dein Kopf knackt auch gleich. The infamous maelstrom is dead. Very well done, 47. Kann ich hier nicht zumachen? On to the next one. Kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr weitermachen? Naja, ich lasse den jetzt hier einfach liegen. Ist mir jetzt egal. Ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Alter, ich verdiene auch kaum Geld dafür. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um den Double-Ranken. Double-Ranken. Lol. Ich habe viel einen einfachen Weg gefunden. Guck mal. Hier. Guck. Easy Verkleidung gefunden. Muss ich nicht mal viel machen. So einfach ein. Mann, das tut mir jetzt echt leid. So, was haben wir hier? Operieren. Kran steuern. Ich kann jetzt aber hier so einen Kran steuern. Yo! Okay, ich kann ihn aber nur oben nach unten. Quatsch. Nach vorne und nach hinten steuern. Yo, wie weit kann ich den bewegen? Vor allem, wo bin ich denn überhaupt? Ich bin schon außerhalb der Map, glaube ich. Okay. Aber was bringt mir denn das jetzt? Ich kann nicht mal das Ziel killen. Also. Ja, keine Ahnung, vielleicht laufen da gerade Leute rum. Ach, guck mal, da kann man doch das hinwerfen. Ja, damit. So finde ich das gut. Ach, das scheißt den Leuten. Was? Das scheißt den Leuten? Ist auch ein gutes Deutsch. Das ist den Leuten egal. Guck mal, die gucken einfach nur verwirrt, mehr nicht. One thing to go and we're done. Looks like the fan has been set up again. Do you know why they haven't shot it yet? Karishma threw the last copy of the script into the elevator shaft. She doesn't want to do the scene with Rangan. He still wants to do the kiss? Oh, are the nerve of this guy. Chutia, he's a creep. The production of Mumbai Hero is coming to a close, but it seems there's a spot of trouble. Lead actress Karishma Hassan has refused to do a kissing scene with Rangan and has got rid of the script by tossing it down an elevator shaft. Shame. The scene features the use of a large industrial wind machine.
could be worth investigating. Okay. Diese Hauptschauspielerin wollte nicht, dass diese Szene, wo sie den Davut Rangan küssen muss, wollte sie nicht haben. Deswegen hat sie das Drehbuch einfach vom Dach gefegt. Nee, vom Fahrstuhldach. Was laber ich denn schon wieder? Auf jeden Fall wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Sie hat es ja gesagt. Warte mal, wir können ihn hier hinterlocken. Okay, finden Sie das verschwundene Drehbuch? Normally used for clearing smoke from construction tunnels. That's a beast of a machine, 47. The crew have put some sort of limiter on the fan output, but maybe you could make a few changes. Oh nee, jetzt sucht mich hier jemand. Da, das ist das verschwundene Drehbuch. Warte. Ah, ich muss es runterschießen. Oder eher mit der Dose runterschießen. So klappt's auch am besten. Jawohl, es klappt. Geben Sie dem Regisseur das Drehbuch. Auf jeden Fall machen wir das. Gut, ab nach oben. Oh, ich hab das Drehbuch. You found it. Thank you so much. Not a problem. Listen, the scene needs the fan to be running. Run over and man it, will you? Right before the scene starts, I'll signal to you to turn it on. Just make sure the safety is on and you don't go above the indicated power. I'll round up everyone. You got it. Good work, 47. Aber klar, ich mach's so am besten. Davut is hurrying down now to act out the final scene with Hassan. Let's make sure he doesn't run out of wind. Wo ist die Windmaschine? Da. Manipulieren. Sieht keiner. Ah, ja, so, zack, zack. Gut. Ihr könnt losmachen. Krishma, here's that last line that you kept missing. I'm yours forever, Anok is my hero. Right. Okay, let's get this show on the road. Start the fan. Okay. Arre jaldi yaar, fast marks, come on. Ja, yeah, küsst euch da mal. Arre! The wind! Arre, it's too much! Hä, hey, was für zu viel? Das ist doch perfekt. Ihr sollt euch küssen. Oder fliegt halt weg. One target left. Let's bring this one home. Ui, ui. I've never seen anything like that in my life. Oh shit, oh shit! What a terrible, terrible accident! It's Lena. So? Der Arme, der heult gleich. Okay, dann nur noch diese komische Vanya-Schauer. At the new foreman yet. Is he better than the last one? Batani here. He's still in the office. I know Miss Shah is supposed to meet with him on the bridge and talk about how to make you lazy workers do more. But so far, he hasn't come out. Who are you calling lazy? I work 15 hours every day. Ah. Hmm. Vanya Shah is eager to meet the new foreman of the Mumbai laundry business. However, the foreman has taken refuge in his office, unwilling to meet with her at this time. You might be able to use this to your advantage, 47. Okay, infiltrieren Sie das Büro des Vorbearbeitens. Uff. Da durchzukommen ist schwer. Aber ich habe schon mal einen Weg gefunden. Okay. Diesmal stilmäßig hier durchgehen. Okay, wir müssen einen Stock höher. Nee, erstmal den Weg hier lang gehen. Und die hier von außen lang. Genau. Hier ist frei, hier können wir einfach so hinlaufen. Doch jetzt musst du die Treppe hoch. Bitte guckt keiner zu mir. So. Bin drinne. Kleiden Sie sich jetzt Vorarbeiter. Okay. Bist du auch ein Vorarbeiter? Nee, du bist nur ein Wäscharbeiter. Gut, verkleiden wir uns erstmal als Wäscharbeiter. Hey, na, Kollege, ich hab nur kurz was geguckt.
werden Sie zum Vorarbeiter. Jetzt sehe ich doch viel geiler aus. Okay, wir müssen nach unten. Melden Sie sich bei der Wache. Warte kurz. So, einmal raus hier. Arbeiten, Leute! Ich will meine Wäsche haben. Gut, hier drüben ist unser Jüngster. Erstatten Sie der Wache Bericht. I'm ready for my meeting with Miss Shah now. Miss Shah's been waiting for this all day. Little people like us don't have a say in those. The foreman's ready to meet up with Miss Shah on the bridge. We're heading there now. Gut. Follow me to the bridge. Genau. Sie bitte los. Ich freue mich schon. Dann nehme ich auch gleich mal das Bleirohr. Oh, Shani, work faster. Oh, work faster. Oi, kapde gande hai abhi bhi. You need to put in more effort. Take care. That's not even close to good enough. Aja, it's just through here. Miss Shah will be along soon. Better get your shit together if you don't want to end up like the old foreman. Samja? Keine Sorge, ich bin besser als Sie. That's the new guy, huh? How long is he going to last, you think? A week? Depends on what the Queen decides to do with him, I guess. He looks tough enough. Might last a week in the pits. Maybe even two. Maybe he's been working really hard on that report of his. Maybe she'll actually keep him on. I can't imagine that. He's been hiding inside that little office of his all day, afraid to come out. I don't think he has what it takes. Ihr wisst schon, dass ich hier bin und euch hören kann. Und ihr redet einfach über mich. That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. Wir werden ja herausfinden, ob die eine Queen ist. What do you have to report? Well done, 47. You've managed to lure Vanya Shah out into the open. Anything could happen here. Tell me more. Well, the objective is find the root of the problem, work to get close to it, and then eradicate it. I like your thinking. How would you approach the task you see before you? My usual method is prepare intensely, study the problem. Learn everything I can. Analyze all approaches. The idea is to gently nudge people to do what I want. And then, once the objective is in my sights, perfect execution. Not afraid to spill some blood in the process? Not at all. In fact, I find that happens quite often. I like you, Foreman. I think this could be the beginning of a very fruitful relationship. I aim to please, Miss Shah. Der Kunde ist König. Aber auch richtig gesagt. You think I don't see you down there, little ants? Scurrying about at your own pace? Taking unnecessary breaks? Guck mal, sie drehen sich schon mal alle um. My water, wasting my money. You have had it easy up until now. But your new foreman will bring some order to this rebellious behavior. Kann die Alte sich hier mal verpissen? The days of fucking are over. You hear me? Ja, jawohl. Ach, Digga. Du hast dich doch jetzt nicht umgedreht. Ich war's nicht. Das hat jetzt nicht gezählt. Okay, ich mach das kurz nochmal. Das hat jetzt nicht... Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Jetzt wird aber... Jetzt wird's aber jetzt schlimm. Gott, die hauen ab. Hau ab, hau ab. Und jetzt... Warum Verbrechen bemerkt? Ach, der, ihr Ficker doch. Was für Verbrechen bemerkt? Naja, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ich hau jetzt einfach ab. Hab keinen Bock mehr. Ach, der da unten hat mich gesehen. Ja, gut. Ich hab keinen Bock mehr. Gut, Leute. Ja, ja, böse, böse. Alles schlimm. Seid mal froh, dass diese Vanya Shah tot ist. Seid ihr keine Sklaven mehr. Oder ihr wird jetzt alle in einen Bürgerkrieg geraten. Oh, ein Tuk-Tuk. Ich hau mit einem Tuk-Tuk. Eine Münze bezahlen. Ja, zum Glück habe ich eine Münze. Gib Gas. Thank you.
According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in 89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. Now, you don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. I know it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this. We both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject Six. Your name is Subject Six. And what is our purpose? To take them all down. So Leute, das war mal wieder eine Runde von Hitman. Und ja, beim nächsten Mal geht's nach den USA, oder? Ab nach Amerika wieder. Das ist irgendwie schon das dritte Mal, wo wir nach Amerika fahren oder eher fliegen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.